hätte ich fast mein Spoing gemacht, aber... Da habe ich mich doch nicht getraut, weil da eine Wand war. Oh! Ja, okay, das war blöd, weil ich habe noch einen Kickflip hinterhergezogen, weil ich irgendwie zu spät gesehen habe, dass ich das gar nicht schaffe. So, zack, schön Dark Slide. Dark Slide. Ach, scheiße. Machen wir direkt mit so dem specialigen Teil an. Okay, oh, Treppe. Schön Kickflip Cannonball, Fingerflip Cannonball, nicht Kickflip Cannonball. Wow! Das ist keine Gap war, ne? Übers Dach. So richtig schön auch noch. So, ich brauche nur 35.000 Punkte. Das ist ja sehr entspannt, ey. Wenn die ganzen 100.000er Punkte gewöhnt ist, wirklich. Ach, die letzten hole ich nur durch Manual. Okay, und durch den Flip-Trick. Und stehen. Bam. Oh, das ging ja aber super, super klar, ey. Ich bin ja schon wirklich fast ein bisschen glücklich. Nö. Nächste Aufgabe. Nächstes Glück. Bla. Da. Tony Hawk. Tony Hawk, oh mein Gott. Es ist Tony Hawk. King of Kona. 5 Spots to hit. 30 seconds at each one. Get as many points as you can at each spot without leaving that area. If all your scores together meet the grand total, you're the king, baby! Yeah! Was? Was? 1 Million? Hallo? Ist krank oder was? Was? Was ist denn für eine Scheiße, hör mal? Das ist ja richtig kacke. So, und hab. Nein, okay, ich kann es vergessen. So, nächster Versuch. Zack. Nein, okay, es war nur 1 Million. Nur 1 Million, genau. Es waren nur 100.000 Punkte, aber. Also knapp. Fuck you, man! Ist doch nicht wahr! So, machen wir mal. Wir machen so selten Liptrees, da können wir mal einen reißen. So, ich habe von 4 Spots immerhin bei einem Spot schon ein Zehntel der Punkte erreicht. Ist das nicht wundervoll? Nein, ist es nicht. Es ist scheiße. Okay, immerhin 2 Zehntel. Was habe ich jetzt hier? Okay, sehr gut. Das ist schon viel besser. Weil hier kann man nämlich schön Airtricks machen. Und vor allem, wenn man da noch Gaps kriegt, die dann noch Multiplikator hergeben. Und man hinfällt und alles wieder scheiße ist. So, zack. Irgendwie Gaps bekommen aus irgendwelchen Gründen, das weiß kein Mensch warum. Einfach mal so ein. So, noch ein Special. Boah. Stehen. So. Das sieht schon besser aus. Oh, Half-Five. Noch besser. Zack und zack. Nein, nur weil ich wieder zu geil auf Punkte war. Mann. Weil das sind dann meistens so, weiß nicht, 200 Punkte, die mich dann mein Leben kosten, quasi. So. Okay. Und noch ein bisschen hier. Zack. Oh, sehr schön. 150.000 Punkte brauche ich, habe ich dann nur noch in der letzten Dingszeit. Zeit, sag ich. Muss ich nur noch holen. Wenn überhaupt. Mal gucken, wie was ich hier so abreiße. Oh, 1500 Punkte muss ich noch holen. Oh mein Gott. Ob das was wird? So, geschafft. Zack. Stay in the snake. Ich hab doch jetzt die Millionen Punkte. Was willst du denn von mir? Und wie viele Spots gibt's noch? Ich hab jetzt eigentlich ein bisschen schwieriger vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ging eigentlich super klar. So, jetzt haben wir doch wieder die Gap geholt. Nein, doch nicht. Ach komm. Lass die Zeit einfach auslaufen. Wie geht das nochmal hier? Irgendwie. Hier kommt doch irgendwie posen oder so. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Yay! Yeah! Hey, hab ich geschafft. Nein? Also, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Scheiße. Noch ein Spot. Ja, komm, ey. Machen wir mal ein bisschen hier. Weil wir es können. Mal den hier, zack. Und ich wollte eigentlich... Ach, egal. Interessiert doch eh keinen, was ich hier will. Das ist also die Quasi-Part. Also, hätte ich das mal früher gewusst. Mein Gott, was der für Faxen macht, immer. Eigentlich kann man sich somit eigentlich auch ganz schön gut Punkte holen, wenn man denkt, wenn man keinen Speed mehr hat. Und hier mit so ein paar Multiplikatoren arbeitet und so. Und dann hinfällt und dann nichts davon hat. Ja, dankeschön. Become the King of Kona. Ich bin der König von Kona. Und von Mallorca natürlich auch. Nö. So, okay.
Hier haben wir den Überblick, da hinten sehe ich schon was. Ein roter Pfeil. Entschuldigung, das war voll widerlich. Aber super hat Spaß, wenn so ein bisschen Ramos. Ja. Hier ist eine Double-Challenge. Find and hit all the channel gaps in the park. Look for ramp to ramp and roll in channel stuff. Since you gotta sniff them out, I'll give you 3 minutes. Channel, wo ist denn überhaupt der Channel? Hier oder was? Hä? Was ist der Channel? Wo ist der Channel? Ich verstehe es wirklich nicht. Das ist, okay, ich habe gerade noch gesagt, es macht Spaß, aber es ist wie so eine Aufgabe, die überhaupt nicht nach Spaß aussieht, weil es was mit Gaps zu tun hat. Ich peile nicht. So. Ist das der Channel? Okay, sehr gut, das ist der Channel. Ah, verdammt. Dann fange ich nochmal neu an. Weil ich jetzt wenigstens weiß, was das ist. 7 Gaps gibt's hier, echt? Na gut, das würde er ja nicht sagen, denke ich mal, ne? Sehen wir jetzt erstmal den hier. Hui, Wham to Wham. Ist das Single Wedgie, glaube ich, ne? Nein, ist er nicht. Gut. So, was ist das hier? Das ist keine Gap, leider, leider. Wo gibt's denn hier 7 Gaps, bitteschön? Hä? Okay, Wham to Wham habe ich doch schon. Nicht mal die andere Pipe hier, vielleicht ist das eine andere Gap. Nein, ist es nicht. Was ist denn für eine Kacke hier, Mensch? So, okay, dann versuchen wir mal irgendwie so. Hallo, das war doch fast gut. Ja, ich weiß, mir fast. So. Es reicht nicht aus, verdammt. Ich glaube, ihr seht, was ich versuche. Ich hoffe, dass ihr es seht. Das ist nichts, schade. Ah, hier, bei dem. Wenn ich hier drauf ein Menü mache, ist es auch eine Gap, oder? Früher war es doch zumindest so. Ach, scheiße. Hat vielleicht nur was mit der Aufgabe zu tun. Okay, das war nur Wham-to-Wham, stimmt. Geht's da hinten noch weiter, oder? Ich hatte irgendwie was anderes in Erinnerung gehabt. Ich gucke mal, ob es hier auch zählt. Double Wall in? Ja, okay, das zählt auch. Okay, dann habe ich zumindest schon mal bessere Chancen. So, genau, das war das Single Wedgie. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Den habe ich auch schon gehabt. So, das ist der Double Wedge. Hä? Warum ist das keine Gap jetzt irgendwie vom Channel? Das verstehe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht. Nö. Okay, ich guck mal bei den Gaps nach. Weil da steht ja immer Channel. Okay, Kidney Roll In. Das ist Nummer 1. Dann Double Roll In. Monster Pad Roll In. Wham to Wham, Single Wedge. Sonst steht ja nichts mehr. Doch hier, Triple Wall In und Huge Bank Wall. Was weiß ich denn, wo die sind, Alter? Verdammte Scheiße nochmal. Mann, oh. Wobei ich auch überhaupt gar keine Peilung hab, wo das anfängt, der Channel, und wo der aufhört. Da gibt's hier irgendwie noch. Die Monster Pipe ist auch noch irgendwie ein Gap. Jo. Tatsächlich. Dann hier Kidney, das war glaube ich diese kleine Bowl, die hier irgendwo chillen müsste. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ich will keine Gaps suchen, Mann. Ich habe die Gaps alle geschafft jetzt. Das reicht doch. Ach Mann, Mann, Mann. Das ist nicht schön. Das ist wahrlich nicht schön. Aber immerhin haben wir schon mal 4 von 7, ja. Wow. Ja komm, ich suche jetzt erstmal, bevor ich das mache, weil es ergibt sonst keinen Sinn. Also hinter der Monsterpipe ist einer. Dann. Okay, da ist keiner, weil das, da ist gar nichts. Da ist nur die eine Pipe, okay. Ist hier irgendwas? Ich denke mal nicht, oder? Wäre total dämlich, wenn, weil irgendwie ist ja nichts. Höchstens von groß nach klein. Glaube ich aber nicht. Nein. Dann von klein nach groß vielleicht. Das ist aber nicht ganz so schlimm wie Gaps holen, weil ich hier einen abgesperrten Bereich habe, quasi, in dem es sein könnte. So. Das war der Monster Pipe Roll In.
Wo sagt ihr nicht einfach hier so von wegen so, ja, finde einfach irgendwelche 7 Gaps im Level. Du hast 40 Minuten Zeit. Ich weiß nicht genau, wo jetzt hier eine Gap ist. Aber manchmal kriege ich hier ja diese Doppelte, diese Kidney, auch irgendwas mit Kidney steht da, glaube ich. Ah, vielleicht wenn ich da über diesen Ausgang da fahre, wo ist er? Da. Ja, okay, das ist schon mal einer. Wo beginnt der Channel und wo hört ihr denn auf, verdammt? Okay, dann habe ich da schon mal einen. Also da hinten, ne? Dann die Monster Pipe, dann bin ich glaube ich insgesamt schon bei 5. Gibt's sonst irgendwo was vielleicht? Hier so? Da. Das sieht für mich persönlich jetzt nicht so aus. Gibt's auch nichts, schade. Gut, gibt's hier noch irgendwie. Ach, verdammt, nein, nicht so. Jetzt aber. Schipper! Auch nichts, okay. Huch, das war eigentlich ganz cool. Muss wirklich nachdenken. Das kann ich doch nicht, Mensch. Ah, hier vorne ist direkt auch noch einer. Zack, genau, Triple Roll-In ist das. Was ist dann der Single, bla. Roll-In. Gucken vielleicht so. Nee, okay. Dann habe ich doch schon 6, oder? Ist der Quasi Transfer vielleicht eigentlich auch so ein Ding? Ups, wow. Das war knapp. Ach, jetzt kommt wieder der Typ, der keine Lust hat zu singen. Alter, kann ich. Da ist kein Channel. Channel 5, Channel 6. Ah! Er hört sich so demotiviert an. Ich hab keine Lust. Ah! Ich weiß gar nicht, wie spät war. Ich muss um Viertel nach 5 meinen Bruder abfangen in der Stadt. Ah, wobei, wenn ich hier vielleicht noch ein bisschen mehr Speed hole, dann könnte ich vielleicht Nummer 7 erreichen. Wenn ich quasi von dem Großen dann hier so. Ja, Mann. Okay, Monster Pipe Roll-In. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Ja, es ist gerade wieder ein bisschen langweilig für euch, ich weiß, aber ich muss die Sachen verändern. Doch. Naja, es ist der gleiche Gap, schade. Ja, aber wo denn sonst, Mensch? Ja, der Bench-to-Bench-Gap vielleicht, das wäre natürlich geil, wenn, aber das bezweifle ich sehr, sehr stark. Aber der will da sowieso nicht grinden, deswegen lasse ich es einfach mal sein. Mein Gott, der ist so rübergesprungen, wie ich das denn gut. Ah! Da sehe ich ja gerade mal was ganz schön interessant sein könnte. Und zwar gar nichts, scheiße, weil das ist total nicht da so bündig, ne? Ups, das war jetzt auch nicht so beabsichtigt, okay. Nein, es ist auch kein Channel Gap. Ich dachte, Channel wäre hier so ein bestimmter Bereich oder so. Nee, von da aus kriege ich auch nichts hin. Wirklich nicht. Wahrlich nicht. Nein. Da kann ich aber einfach so ein scheiß Mind-Transfer mal in eine Gap sein. Da wird aber was. Ach, ist doch zum Kotzen hier. Single Wedge. Warum ist der Double Wedge kein Channel Gap? Obwohl es genau auch hier ist. Es ist total käsig. So, ich glaube aber, es ist egal. Nur weil ich jetzt von links nach rechts springe, ist das glaube ich auch die gleiche Gap. Wenn nicht, dann hätte ich es, glaube ich. So. Pump. Ja, schade. Wo kann ich denn hier sonst noch was reißen? Es gibt so viele Channel-Gaps eigentlich. Ich glaube nicht, dass der mich hier so entlang zieht. Nein, okay.